Carco New Energy zeigt zwei neue Solarwechselrichter für komplexe Gewerbedächer. Nur zwei interessante Zeilen. 200% Überdimensionierung sind möglich und 99% Wirkungsgrad. Das schauen wir uns an. Willkommen auf der Intersolar 2024. Wir sind jetzt auf dem Stand von Carco New Energy. Bei uns ist Christopher Mohr. Hallo, servus. Hi Christoph. Christoph ist der Projektentwickler von den Geräten, über die wir gleich sprechen werden. Christopher, schön, dass wir da sein dürfen. Danke, dass Welche ihr da seid. Welche Innovation habt ihr mitgebracht in diesem Jahr? Dieses Jahr haben wir einen Multi-MPP-Stringwechselrichter mitgebracht für industrielle Aufdachanlagen. Es gibt zwei Versionen des Gerätes, einmal eine 100 kVA-Variante und eine 125 kVA-Variante. Die 125 kVA-Variante hat 10 MPP-Trecker, die 100 kVA-Variante hat 8 MPP-Trecker. Und das Gerät, bei der Entwicklung haben wir da sehr auf die Zuverlässigkeit, aber natürlich auch auf die höchsten Renditen für unsere Kunden geachtet. Gerade die Rendite wird eigentlich dadurch erzielt, dass wir die höchste Effizienz haben, andererseits natürlich eine hohe Verfügbarkeit und aber auch das Ganze durch eine sehr, sehr flexible Stringauslegung abrunden können. Ja, das klingt sehr spannend. Christopher, was waren denn die Herausforderungen bei der Entwicklung eines Geräts Made in Germany in dieser Größenordnung? Ganz klar, natürlich neben der normalen Entwicklung, die natürlich immer Herausforderungen birgt, sind wir eine 100% Tochter von Siemens. Und dadurch haben wir nicht nur hohe Qualitätsansprüche, sondern auch in anderen Bereichen sehr, sehr hohe Ansprüche. Zwei sehr, sehr wichtige Themen bei der Entwicklung waren einerseits die Cybersicherheit. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert und auch wirklich uns viele Lösungen ausgedacht, erarbeitet, um das Gerät wirklich sehr, sehr sicher zu machen. Das Zweite, was unser Ziel war, war ganz klar, einen sehr, sehr guten CO2-Footprint zu erreichen. Das haben wir dadurch auch geschafft, indem wir auf lokale oder europäische Lieferanten gesetzt haben, viele langjährige Partner. Und so konnten wir bei der Entwicklung und Qualifizierung der Bauteile über 90% der Komponenten aus Europa sourcen, einsetzen, was uns natürlich dann auch viel Flexibilität, aber auch natürlich Handlungsfähigkeit später jetzt ermöglicht, ne? Ja, Komponenten aus Europa, das erhöht ja die Resilienz. Genau. Was hebt darüber hinaus den Wechselrichter ab von der Konkurrenz? Weil es gibt ja hier ganz viele Wechselrichter. Einerseits die gute CO2-Bilanz, andererseits muss man ganz klar nochmal die Cybersecurity hervorheben, weil wir wirklich sehr stark darauf geachtet haben, unsere Daten werden nach wirklich Industriestandards verschlüsselt. Wir speichern unsere Daten nur auf deutschen Servern, also das ist dann schon auch nochmal ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest grenzt uns ab. Aus technischer Sicht gibt es einerseits die 200% Überbelegbarkeit auf der DC-Seite. So kann der Kunde je nach Anwendung natürlich seinen Ertrag bestmöglich verbessern. Wir können zwei Geräte auf der AC-Seite parallel schalten. Das ist ganz schön, weil dann kann der Kunde AC-Kabel sparen. Zusätzlich ist es so, dass wir verschiedene Versionen haben. Die eine haben fest verlötete SPDs, also Überstromschutz. Wir haben aber auch steckbare Überstromschütze. Einerseits mit 1, 2 oder 2. Das heißt, der Kunde kann da sehr auf seine eigenen Bedürfnisse oder auch auf die Bedürfnisse des Dachs eingehen. Zusätzlich hat der Inverter viele weitere Funktionen. Wir haben Global MPP, wir können direkt in die Cloud kommunizieren. Und was natürlich einfach nochmal hervorhebbar ist, ist, das ist der Inverter, der die höchste Effizienz im Markt hat in dieser Klasse. Das erreichen wir durch die Silizium-Carbid-Technologie. Und es ist ganz klar der einzige Wechselrichter, der bei uns in Deutschland in Neckarsulm gefertigt wird. Wie viel Prozent Wirkungsgrad? Es kommt natürlich immer noch auf den Wirkungsgrad an, aber der maximale Wirkungsgrad liegt bei 99,1%. Ja. Das ist sehr gut. Und jetzt, das Gerät ist neu. Viele Leute fragen sich wahrscheinlich, ab wann kriegen Sie das Gerät dann? Der Wechselrichter wird tatsächlich schon bei uns in Neckarsulm gefertigt und man kann ihn sofort jetzt
kaufen und bestellen. Man kann ihn einerseits bei uns bestellen, andererseits natürlich auch über die normalen Vertriebswege, die unsere Kunden auch gewöhnt sind. Und der ist auch schon in Deutschland mit der 4105, 4110 zertifiziert, aber auch schon für Europa zertifiziert mit der EN50549 zum Beispiel. Darüber hinaus, Carco hat ja noch mehr zu bieten. Gibt es auf der Messe noch oder gibt es einen Ausblick, ja, na klar, den du uns geben kannst? Also was natürlich super cool ist, ist, dass wir unsere Carco Cloud oder die Blue Planet Smart Cloud vorstellen können für unseren Hybrid-Inverter. Die rollen wir jetzt gerade aus, hat natürlich auch wieder sehr, sehr hohe Cybersecurity-Standards, aber die rollen wir gerade im Residential-Bereich aus. Und der Next Step wird auf jeden Fall sein, auch für diese Geräte die Blue Planet Smart Cloud auszurollen, damit die Kunden noch mehr Funktionen haben, dass wir es den Kunden noch leichter machen können, unsere Inverter zu verwenden. Und was noch sehr, sehr spannend ist, wo ich mich sehr darauf freue, ist, wir schauen gerade, wie sieht der nächste große in Deutschland produzierte Wechselrichter aus, also in Klassen für Powerplants in Richtung 300 Kilowatt oder höher. Und wir haben ein spannendes Projekt mit dem ISE. Wie sieht der Wechselrichter der Zukunft aus? Also wir haben da sehr, sehr viele schöne, spannende Projekte am Laufen. Das klingt wirklich sehr spannend. Und 300 Kilowatt, das ist eine Menge Holz. Das stimmt. Vielen Dank, Christopher, für deine Einsicht. Vielen Dank. Gute Messe für euch. Dankeschön. Und wer jetzt mehr Informationen haben möchte zu dem Wechselrichter, der besucht die Webseite von Carco, die hier unten eingeblendet ist.